Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Contrast. Wir sind jetzt in Akt 3 angekommen. Vincenzo's going to a secret workshop. I can finally talk to him all alone. But where is it? Und Didi hat immer noch den Plan, mit ihrem richtigen Vater zu reden. Do you think he'll ever take me with him? Vincenzo, you know, when he travels all around the world. Sie ist schon eine kleine Träumerin. Now we go this way. Follow me. Ich follow dir gleich. Ich möchte mich erst einmal umgucken. Was haben wir denn hier? Ich gehe mal davon aus, dass hier wahrscheinlich das Finale stattfinden wird. Düdüm. So gut. So gut gesprungen. Eine glatte 10. Von 10 natürlich, ne? Okay, was ist hier? Mhm. Achso, von hier sind wir gekommen. Ah, okay. Können wir also zurücklaufen? Ja, wir können nochmal ins Zirkuszelt. Okay, ist jetzt hier wieder was hinter? Nope, ist es nicht. Schade. Wie weit zurück können wir denn? Oh. Ja, gut, das habe ich jetzt erst gesehen. Da kommt ja düdün. Ich habe jetzt gerade auch keine Ahnung, wo die Kurze hingerannt ist. Oh, Kugel. Nom. Ich sehe da hinten auch was leuchten. Zwei von vier Leuchtkugeln und da vorne ist auch schon der dritte. Wow. Das geht ja fix in dem Kapitel. Ich sammle lieber erst Leuchtkugeln, bevor ich weiter irgendwie dem Plot folge, weil dann kommt hinter sowieso. Oh, du hast da was vergessen. Da ist noch irgendwo eine Leuchtkugel. Links ist der toll. Okay, hier war ich gerade. Jetzt ist die große Gretchenfrage, wo ist Didi hingerannt? Irgendwie sieht das so aus, als würden wir hier auch reinkommen. Bäh. Ich sehe so groß. Zu hell. Da bin ich runtergelaufen. Oh! Da, was man nicht alles so bei einem Stadtrundgang entdeckt, wollte ich sagen. Okay, wir können hier nicht runter. War da eine Interaktionsmöglichkeit? Anscheinend nicht. Ich hab mich verlaufen. Wo ist der Anfang? Ich glaube, von hier sind wir gekommen, oder? Bin mir ziemlich sicher. Irgendwo hier hoch, eventuell. Ah, da steht die Kurze. Oh, Halleluja. Ist hier irgendwas? Wieder nichts zum Interagieren. Aber ich mag die Teelichter. Oder Kerzen. Oder was auch immer. Excuse me, Mister. Do you know where Mr. Vincenzo's workshop is? Yep. Everybody knows where it is. It's by the big clock tower. You can't miss it. But good luck getting inside. No one's ever been. Thank you. Come on! Ich hätte jetzt hier was zum Interagieren vermutet. Aber anscheinend nicht. Didi, warte auf mich. Ist das jetzt hier rein? Anscheinend. Oh.
Okay. This is a big mechanism. I hope you brought some luminaries with you. Nichts zum Interagieren. Und wie sieht's hier aus? Nichts, wo wir hochkommen. Die Frage ist, wo muss die Kugel hin? Okay. Ich glaube, ich sehe schon, wir müssen das hier so hochbringen und dann fällt die Kugel da oben drauf und dann müssen wir selber hinterher. Okay. Nein, drüben hatte man nichts zum Einwerfen von der Kugel. Physik. Ärger mich nicht. Ah, das Spiel hasst mich. Na, die Dinger kann ich ja voll vergessen. Anscheinend muss es weiter jetzt rüber und dann nochmal drehen. Okay, teste ich das. Gut. Und nochmal drehen. Perfekt. Jetzt muss ich nur noch selber da hoch. Damit testen. Perfekt. Ha, so schwer war das doch gar nicht. Und jetzt interagieren. Okay, und jetzt bewegen sich die Dinger da vorne. Das ist doch fantastigerisch. Hey. Hey. Lass mich da hoch. Okay, da oben. Leuchtet was? Solar Machine Elevator Reset. Meinetwegen. Was haben wir denn hier? Hier können wir. Achso, wir können die Tür aufmachen. Was haben wir hier denn noch so? Leuchtdinger? Oh, da ist was zum Interagieren. Hey, komme ich da dran? Hm. Ah, hier ist ein Projektor, sehe ich gerade. Ah, und da liegt auch noch was am Boden. Also. Ja, wissenschaftliches Bild. Oh, Himmelherr Gesangsverein. Wo waren die bitte? Das ist doch ein Witz.
Ich glaube, so könnte das klappen. Bin mir aber nicht sicher, weil da ist ja dieses Loch, ne, wo wir rein können. So. Und dann geht's hier rüber und hier hoch und da oben drauf und dann dashen. Yay. Noch einmal Kamera gedreht, nochmal dashen. So. Und jetzt einmal hier drücken. Ja, ich frage mich schon, wie Vincenzo das macht. Aber mich interessiert trotzdem, wie ich da oben an dieses Ding zum Interagieren komme. Weil da oben ist ja nichts mehr. Also war keine Tür oder so. Und durch die Fenster komme ich auch nicht. Was habe ich hier noch? Nichts wirklich und hier auch nicht. Okay, hier muss ich auf den Typ und dann darüber. Na, wie komme ich da hoch? Offen ist das auch nicht, oder? Von hier. Nicht wirklich. Der dreht sich aber schnell. Wo bin ich denn jetzt? Okay. Das menschliche Auge sieht dreidimensionale Dinge, zweidimensional am Schatten, denke ich mal, dass das heißen soll oder so ähnlich. Okay, jetzt haben wir das auch offen. Vielleicht kommen wir von hier, dass wir jetzt hier nach links können. Okay. Komm schon. Nein! Ach, Mädchen. Ich komme denn jetzt wieder hoch? Und dann hier? Und dann wieder hier. Oh, Stress. Ah, jetzt müssen wir auf den warten. Putzmann, komm her. Putsch, 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 putsch. Sehr lieber Putzmann. Braver Putzmann. Krass, oder? Ach. Ich hasse so Wartespiele, wenn ich ehrlich bin. Zu weit gesprungen. Yay. Sieht ein bisschen aus wie so ein Männchen, was auf dem Tisch sitzt und ein Buch vor sich hat.